Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei auf der noch im Bau befindlichen Landebahn Nordwest des Frankfurter Flughafens. Grund hierfür ist eine Katastrophenschutzübung, die folgendes Szenario beinhaltet. Zwei Flugzeuge kollidieren auf der Landebahn. Die rund 500 Passagiere werden aus den Flugzeugen geschleudert. Neben 30 Toten gibt es 100 Schwerverletzte. Der Rest ist leicht verletzt oder auch traumatisiert. Für diese Übung, die unter Echtzeitbedingungen abläuft, werden über 170 Rettungsfahrzeuge angefordert, die aus ganz Hessen anrücken, da selbst eine Großstadt wie Frankfurt nicht über solche Kapazitäten verfügt. Alle Patienten, die gerade gefahren werden und gerade Schwerstverletzten, das war unser Ziel, sind als Erste auf die Reise geschickt worden und sind mittlerweile in der Klinik in der Versorgung. Das dürfte schon eine kleine Situation sein. Über ein neues System ist es möglich, die verletzten Personen per Chip zu erkennen und Merkmale wahrzunehmen. Die Rettungsübung SOGRO-MANN 500 kostet rund 4 Millionen Euro und wird vom Ministerium für Bildung und Forschung gefördert. Insgesamt sind 3.000 bis 5.000 Personen im Einsatz, sowohl Patienten als auch Rettungskräfte. Das Projekt gilt als eines der wichtigsten Sicherheitsübungen Deutschlands seit Jahrzehnten.